Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Path of Exile mit dem Cyclone Marauder. Bald ist es soweit, die nächste Quest wird uns Cyclone bescheren und ich habe auch mir was ertauscht, und zwar schon mal ein Blood Magic Gem. Das war relativ günstig für 6 Alteration Orbs, das habe ich mal investiert. Ich wollte unbedingt gucken, dass ich, wenn ich Cyclone habe, das Ding dann auch benutzen kann. Und ja, Blood Magic ist einfach der sinnigste Weg. Das war ja eh geplant. Ja, das wird hoffentlich ganz witzig. Im Moment benutze ich das jetzt erstmal mit Molten Strike. Habe ich auch noch nicht ausprobiert. Jetzt ganz frisch, ganz aktuell reingekommen sozusagen. Ich habe also noch keine Erfahrungspunkte auf dem Edelstein drauf. Wäre auch nicht schlecht, wenn ich den noch ein bisschen leveln kann, bevor ich Cyclone bekomme. Der Mana-Multiplier ist doch im Moment relativ hoch. Der sinkt halt, je höher der Level wird. Ja, das ist die eine Sache. Das andere ist, ich habe ein bisschen gegrindet. 4 Level habe ich mir besorgt und ich überlege gerade, ob irgendwas Ausrüstungsmäßiges sich verändert hat. Ich glaube nicht, weil ich bin mir nicht ganz sicher. Kann sein, dass der Ring hier neu ist. Der war vor allen Dingen dafür gut, weil ich damit meinen Mana-Haushalt so ein bisschen verbessern konnte. Wenn ich jetzt Blood Magic benutze, brauche ich diesen Ring eigentlich nicht mehr. Mana und Mana-Regeneration, da kann ich jetzt gerade drauf verzichten. Gut, nehmen wir es einfach erstmal so hin. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich an der Ausrüstung ansonsten irgendwas groß verändert habe. Dann können wir jetzt Skillpunkte vergeben, 2 Stück. Jetzt ist die Frage, wohin damit? Interessant sind auf jeden Fall hier diese Knoten, Lebenspunkte mit Rüstung, um dann hier in die Schwertknoten reinzukommen. Die sind ziemlich gut. Hier zu Blood Magic brauche ich jetzt nicht mehr. Hier die Lebenspunkte würde ich gerne irgendwann mal haben, aber die haben auch noch Zeit. Da ist jetzt nichts, was jetzt besonders hervorstechen würde. Interessanter wären schon noch die hier. Da gibt es noch Resistenzen mit dabei. Ja, ich glaube, ich werde jetzt als nächstes erstmal hier hingehen, zu Golems Blood. Auch so im Hinblick auf meine Lebensregeneration, wenn ich dann jetzt wirklich mit Blood Magic arbeite. Dann kann ich viel Lebensregeneration gut gebrauchen. Deswegen erstmal die 2 Punkte hier holen und der nächste wird dann schon Golems Blood werden. 5% Maximum Life ist an sich schon ganz witzig, aber natürlich Life Regeneration, das wollen wir unbedingt jetzt dann sammeln. Engelchi ist mal wieder online. Lange nicht gesehen. So, dann schauen wir mal, wie sehr das jetzt hier für Lebenspunkte reinhaut, wenn ich jetzt hier mit Blood Magic arbeite. Vielleicht werde ich mich auch um die Strongbox kümmern, aber da möchte ich jetzt erstmal hier ein bisschen Platz um mich rum haben und vor allen Dingen dann gleich erstmal das Ding identifizieren, nicht, dass ich da eingefroren werde oder sowas. Ist schon, man merkt es doch deutlich, dass ich jetzt Lebenspunkte benutze zum Angriff. Das ist nicht so ganz so toll. Okay, danke. Das kann ich mir gerade so schenken. Eingefroren werden und dann noch ein Rogue Exile. Das kann sehr unangenehm werden. Das muss ich jetzt nicht haben. Dennoch ist es mir eigentlich lieber, jetzt das so weiterhin zu machen. Da habe ich mehr von, wenn ich zwischendurch meinen Heiltrank nehme. Möchte ich sowieso viel lieber benutzen als Mana-Tränke, weil die halt doppelt für mich effektiv sind. Ja. Ist aber schon echt unangenehm, muss ich sagen. Also das habe ich mir doch ein bisschen eleganter jetzt vorgestellt. Gut, dass ich schon mal in Richtung Lebenspunkte gegangen bin. Also die Lebensregeneration wird wichtig sein. Was auch daran liegt, dass ich ein bisschen wenig zu wenig leeche im Moment. Kleiner Satz. Immer dieses Dinglisch. Ich sauge zu wenig Leben ab beim Angriff. Zum einen habe ich nicht so viel Life Leech im Moment, zum anderen ist mein physischer Schaden nicht so wahnsinnig hoch mit Molten Strike. Also ich laufe gerade so ein bisschen unkontrolliert durch die Gegend.
Schade. Na, was habe ich jetzt nicht gesucht? Den Ausgang zum Warehouse District. Das auf jeden Fall steht erstmal Piety auf dem Programm. Ich will ja jetzt meinen Cyclone haben. Das wollte ich nicht wirklich einsammeln. Sofort wieder aus dem Inventar raus. So, da geht's nicht weiter. Dann probieren wir es doch mal auf der anderen Seite. Da ist wieder meine schöne Strongbox. Das sind definitiv so Dinger, die sollte man sich auf Hardcore verkneifen. Die Lebenspunkte. Dran denken, zwischendurch ein bisschen mehr vielleicht mit dem Heavy Strike auch zu mischen, gleichmäßigeren Verbrauch zu haben, dass die Lebenspunkte sich kurz erholen können, ich dann ein bisschen auf Mana gehe zwischendurch und dann das Mana sich erholen kann und die Lebenspunkte wieder benutzt werden. Ja, sowas mit großen Gegnergruppen macht Heavy Strike keinen Sinn, da wollen wir lieber einen Flächenangriff reinhalten, dann die Einzelgegner. So, so läuft's doch. Roller Blade sollte ein Zweihänder sein. Ja. Nicht die Ecke da hinten auslassen. Nachher ist das genau der Weg, den ich hätte gehen müssen. Nein, in dem Fall ist es aber nicht so. Okay, da haben wir auch schon mal die Waffen. Gucken wir mal. Och, das ging doch. Das war doch relativ human. Was haben wir da? War Sword. Lass mal liegen. Nehmen wir mit. Vielleicht ist das ein super tolles Schwert und ich möchte das unbedingt haben. Man weiß es ja nicht. So, Clarissa haben wir schon mal. Erste Teil der Quest quasi erledigt. Ich spare mir jetzt wieder die typische Ansage, ihr kennt's zu Genüge. Vor Piety habe ich mal wieder ein bisschen Respekt. Ja gut, gerade jetzt auf in einem Hardcore-Spielmodus sollte man das auf jeden Fall haben. Also Piety ist definitiv einer der Gegner, der mich mit am häufigsten schon niedergestreckt hat. Auch jetzt in der ersten Form schon. Auch wenn die natürlich noch nicht vergleichbar ist mit der zweiten, die wesentlich gefährlicher ist. Aber nichtsdestotrotz, der Blitzangriff ist doch ziemlich heftig. Apropos ziemlich heftig. Ziemlich viele Gegner auf einmal jetzt hier. Queen weg. Ich mache die mal so ein bisschen auseinander. Ist das nicht ganz so gefährlich? Zwei Unique Panic, aber seltene Gegner. Jetzt noch einer. Jetzt keiner mehr. Na, wo ist denn das Krematorium? Und wenn ich Glück habe und schnell genug bin, schaffe ich es gleich auch noch, mir den Eingang zu der Kanalisation wieder zu sichern. Den habe ich ja schon aufgedeckt. Das wäre ganz
schön, wenn ich es schaffen könnte, gleich so schnell ins Krematorium durch zu sein, dass hier die Karte offen bleibt. Ich gerade, was es denn noch schön wäre. Ich hätte, glaube ich, gerne jetzt einen Caspian Damage Taken mit Warlord's Mark und Enduring Cry zusammen. Ich weiß gerade gar nicht, ob das geht, aber bestimmt. Ich glaube schon, dass man... ja, Vorsicht. Da war doch was. Ja, ich habe... das ist jetzt für euch ein bisschen anders in der Chronologie, wie... mein Gott. Ich sortiere gerade meine Gedanken. Die Chronologie, wie ihr das jetzt seht, ist ein bisschen anders, als sie in Wahrheit war. Ich habe, weiß gar nicht warum, irgendwie habe ich die letzten Tage immer verpennt, die Videos hochzuladen. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, fehlen euch quasi zwei Videos, glaube ich sogar. Das heißt, ihr habt gar nicht gemerkt, dass die eigentliche Spielpause für mich jetzt zwischen diesem Video und dem davor stattgefunden hat. Wenn das für euch jetzt wahrscheinlich direkt hintereinander kommt. Das heißt, ich habe schlicht und ergreifend schon wieder vergessen, dass ja hier die magischen Gegner, dass die ja hier ihre Special Mods haben, quasi die Bloodline Mods. Und ja, wie gesagt, ist mir gerade irgendwie entfallen. Ich bin so im Flow gewesen und war wieder quasi so auf Standardniveau. Ja, ja, immer diese Gewöhnung. Also Fenrir, dran denken, wenn du auf Magic-Gegner triffst, immer erstmal gucken, was die für komische Mods haben. Vielleicht sind die ja extrem gefährlich. So, jetzt habe ich gleich ein Level Up und... Ne, mein Blood Magic immer noch nicht. Das ziert sich aber. Okay, aber mein Level Up, das wird sowieso noch wichtiger sein. Wie gesagt, dieser vorhin angesprochene Punkt, der wird mir richtig helfen können. Das ist so ein Ding, wo ich nicht weiß, was es macht. Jetzt aber auch nicht irgendwie da so einfangen lassen in der Ecke. Okay. Ja. Dann. Golem's Blood. Sehr schön, dass das jetzt noch vor Piety geklappt hat. Besser jetzt mit dem Angriff. Noch einiges aus. Mehr Lebenspunkte, mehr Regeneration auf Heralds of the Obelisk. Da heißt es wieder extrem vorsichtig sein. Jetzt auch noch mit dem Fluch obendrauf. Das ist gefährlich, ganz heftig. Typen wiederbeleben. Und ich muss da durch. Es hilft ja alles nichts. Das ist ätzend. Ich versuche so. Einmal rumlaufen. Glücklicherweise habe ich die meisten von denen schon ausgeschaltet. Ja, so ein einzelner Orb davon war jetzt nicht ganz so schlimm, aber wenn ich da jetzt 3, 4 um die Ohren habe und die mich schocken und so, dann wird es echt unangenehm. Arcanist. Könnte ein paar schöne Orbs drin sein. Divine Orb. Blessed Orb. So. Nicht so schlecht, würde ich meinen. Der Divine Orb ist doch ganz nett. Da kann man doch nicht meckern. Spirit Walkers waren das, die Elementarschaden noch machen. Und
hoffentlich die letzte von denen. Auch nicht so ganz ohne hier. Eieiei! Ei, ei. Ist doch alles ein bisschen anspruchsvoller hier. Fehlt einfach so ein bisschen Schaden im Moment. Toll. Schön. Ein Unique und es ist wieder ein Quiver. Irgendwie will das Spiel mich echt in die Richtung bringen, dass ich doch mal über den Bogenschützen nachdenke. Jetzt habe ich schon einen Unique Bogen und ein Unique Quiver gefunden. Wäre es ja lieber, wenn ich mal irgendwas finde an Unix, was mir selber weiterhelfen würde. Ich habe ja echt ein bisschen Sorgen gerade mit Piety, wenn ich jetzt mich hier schon verhältnismäßig schwer tue. Gleich echt unheimlich aufpassen. Okay. Genau. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was wollte ich denn? Ich wollte mir den Köcher mal angucken. Welcher ist denn das? Speed, Resistance. Okay, ja. Was in Richtung Kälte würde ich meinen. Ja, passt jetzt nicht so super gut zum Cool Rain. Der Cool Rain ist so ein Bogen, da kann man schön irgendwelche, sag ich mal, speziellen Builds drumherum machen. Der halt so einen unglaublich minimalen Schaden hat. Das heißt, als normalen Angriffsbogen kann man ihn eigentlich vergessen. Aber der ist halt sehr schön, um dann so Sachen mit Cast und Crit zu machen zum Beispiel. Also irgendwas, wo es gar nicht um den Bogenschaden selber geht, sondern irgendwas, was man mit den Treffern erreichen möchte. Ich habe das ja auch mal gespielt zusammen mit Explosive Arrow, wo es nur darum ging, halt die Explosivladung anzubringen, wo der Schaden des Bogens selber egal war. Es nicht nur um die hohe Angriffsgeschwindigkeit ging. Für sowas ist der Bogen halt wirklich top. Das muss ich sagen, ist wirklich so ein Unique, das, ja, vielleicht sogar, finde ich, mit eins der coolsten Uniques im ganzen Spiel, weil es halt wirklich sowas ist, wo man sagt, okay, entweder man setzt da drauf, dann kann man den wirklich bis zum Ende benutzen, dafür halt auch schon sehr früh tragbar, oder, ich sage halt, gut, ich gehe auf Schaden, dann kann ich damit gar nichts anfangen, also, man muss sich klar dafür entscheiden, aber dafür hat man auch relativ schnell im Spiel was wirklich Cooles, wo man wirklich sagt, ja, das lohnt sich. Ein korrumpiertes Gebiet. Nee, okay, danke. Das ist nichts für mich. Ich bin doch ziemlich auf meine Lebenserholung angewiesen. Das ist eigentlich im Moment so mein Hauptsteckenpferd, was mich irgendwie so ein bisschen was so ein bisschen heraussticht im Moment aus dem Charakter. Ansonsten, wie gesagt, Schaden jetzt gerade eher mittelmäßig. Alles andere ist okay, aber nicht herausragend. Was halt wirklich besonders ist, ist die Lebenserholung. So, das ist doch, sieht doch nach Piety aus. Ja. Puh, durchatmen. Jetzt könnte es echt unangenehm werden. Jetzt hier auch nicht irgendwie unnötig mutig zu sein. Erstmal hier gucken, dass ich die Gegner hier ausschalte. Ja. Ich scheine den Blitzschaden ganz gut abzukönnen. Ja, meine Resistenzen sind jetzt nicht so schlecht. Und wie gesagt, die Lebensregeneration, die macht's natürlich. Eieieiei. Und
Da habe ich auch schon fast gepennt. Da war ich gar nicht drauf vorbereitet, dass dann jetzt doch auch mal wieder so schlimm wird. Ja. Das war das Angekündigte. Wenn man einmal einen Schock abbekommt, dann wird es unangenehm. Okay, da haben wir sie aber jetzt. So. Ha, endlich. Jetzt wird's richtig witzig. Watch yourself. Den Schlüssel abholen. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe das jetzt noch offen. Jetzt soll ich jetzt auch gar nicht so viel drumherum machen, sondern mich schnell gleich mal eben dahin bewegen. So, ganz schnell gucken. Crit. Spell Damage. Ja, ist okay. Zauberer könnte sich da eventuell drüber freuen am Anfang. So, jetzt hier Cyclone. Endlich. Zack. Talakuda. Stay out of the shadows. Dinger hier wegkriegen, die Ausrufezeichen und möglichst zügig zurück und hoffen, dass die Karte offen geblieben ist. Ja, okay. War gerade schnell genug. Erstmal ein etwas längerer Fußmarsch. Vorher mal eben kurz einmal hier umbauen. So, Heavy Strike geht dann hier hin. Dafür dürfen wir auch wieder Added Fire dazu packen dann. Molten Strike geht jetzt gerade in Rente wahrscheinlich. Hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie es jetzt mit Cyclone läuft. Liegt schon auf der W-Taste, das ist ganz gut. Wahrscheinlich ist der Schaden echt nicht gut. War doch immerhin 100 DPS. Gar nicht so schlecht eigentlich. Was die Lebensentwicklung sagt. Och ja, das ist echt human. Das sieht gut aus, das gefällt mir. Wie viel Mana schluckt das Ding denn? Immerhin 58 Mana. Ach, verdammt. Endlich wird gewirbelt. Allerdings stelle ich gerade fest, ist es, glaube ich, keine gute Idee, das auch über die Tastatur zu machen. Ich lege den doch lieber auf die rechte Maustaste. Besser. Ich habe doch lieber die Finger auf den Heiltasten. Man weiß ja nie. Für solche Zwecke rüste ich gleich nochmal den Heavy Strike aus. So ein einzelner Gegner ist, glaube ich, wirklich besser mit Heavy Strike nach wie vor zu bearbeiten. So, da oben ist es. Gegner mitnehmen. Ja, ich bin jetzt echt mal gespannt. Das ist also schon auch so ein kleines Wagnis. Cyclone ist sicherlich nicht unbedingt der sicherste Skill, den man benutzen kann. Man ist halt schon sehr offensiv damit. Man geht halt voll in die Gegner rein und das kann natürlich auch schon mal nach hinten losgehen. Dafür ist der Vorteil aber, dass man auch nicht an den Gegnern hängen bleibt, sondern halt sich auch relativ schnell wieder aus der Gefahrenzone rausbringen kann. Genau sowas meinte ich. Da stand ich gerade überhaupt nicht gut. Der ist aber auch echt nicht so ganz ohne, würde ich meinen. Aber wenn wir Heavy Strike nehmen, ob wir den dann... Okay. Hat schon so einen gewissen Nervenkitzel, muss ich sagen. Kann ich nicht ganz leugnen. Jetzt gerade, als ich das ausgeführt habe, Cyclone hat ja in diesem Patch auch eine Änderung erfahren. Die Angriffsgeschwindigkeit wurde nach unten geschraubt, dafür der Schaden ein bisschen nach oben gesetzt.
Ja, sieht man doch, wie gesagt, deutlich. Ich glaube, das hatte ich gerade auf jeden Fall erwähnt, dass die Bewegung doch langsamer ist. Das, obwohl wir eigentlich schon relativ gute Angriffsgeschwindigkeit haben. Ja, ich sollte echt zusehen, dass ich in möglichst naher Zukunft ein bisschen zu den Schwertschadenstürmen durch vordringen kann. Ein bisschen Schaden fehlt mir echt. Auch wenn jetzt, glaube ich, die Knoten gar nicht so wahnsinnig viel bringen werden, wenn mein Grundschaden halt auch nicht so riesig gut ist. Gar nicht so schlecht, wenn ich irgendwo noch Quest-Dingsel. Aufpassen. Warten auch gerne mal ein bisschen unangenehme Gegner an diesen Wüsten. Okay, das haben wir. Das heißt, es geht genau ab zu dem Warehouse. Source. Jui. Das ist echt, also mir macht es gerade tierisch Laune, auch wenn es halt so, nee, nicht auch wenn es, sondern weil es halt so eine Herausforderung gerade ist. Es fühlt sich echt, dann ist es auf der, genau auf der Kante, sag ich mal. Man fühlt sich noch nicht wirklich gut dabei, aber es ist dennoch nicht unspielbar. Kann ich das schon? Lead Sea of Seal? Sagt mir gerade nichts. Desecrate. Der gefällt mir doch, den will ich haben. So müsste das sein. So hätte ich das gerne später auch. Okay, habe ich mir was gedacht. Hatte ich noch nicht das Ding. Bloß nicht vorzeitig aufmachen. Chemist. Ice Nova. Okay, die Box selber ist eigentlich ganz witzig. Ja, ist aber. Aber es soll drin sein, da sind Flaschen drin. Eigentlich nichts, was wahnsinnig Spannendes bei rumkommen könnte. Da sind so ein paar böse Einbrüche irgendwie dabei, in den Lebenspunkten. Überlege ich gerade echt ernsthaft, ob ich das so durchziehen kann schon. Vielleicht doch cleverer wäre, erstmal wieder auf Molten Strike zu gehen und noch ein bisschen zu warten mit Cyclone. Ich kann ja mal ganz kurz testen, so Interesse halber. Was wäre denn, wenn ich es ohne Blood Magic mache? Über Mana. Da fürchte ich beinahe, das wird nicht wirklich funktionieren. Da dürfte ich nicht genug Mana für haben. Okay, da würden wir schon mal rauskommen. Das ist doch schon mal die halbe Miete. Büste haben wir auch. Das ist die zwei Drittel Miete. Jetzt fehlt noch der Wegpunkt. Dann haben wir hier alles erledigt erstmal. Der Wegpunkt sollte in der Regel irgendwo weiter unten zu finden sein. Das ist natürlich besonders blöd. Ja, ist auch. Kann man auch machen, glaube ich. Nee, ist schon. Das ist schon relativ schnell viel Mana. Ja, ich höre schon wieder in den Ohren das Soul Taker.
Ja, Soultaker, Unique Axt, Einhand, brachialer Schaden, besonders in der Legacy-Version, aber selbst in der normalen Version echt brutal. Und diese geniale Eigenschaft, dass man halt das Fehlen des Mana einen Skill nicht unterbinden kann, so könnte man es wohl am elegantesten übersetzen. Ja, das heißt, ein Mana-Punkt würde reichen, den wir überbehalten. Wir könnten alles andere verbrauchen und können trotzdem ununterbrochen unsere Skills tätigen. Ja, ist natürlich völlig zu Recht eine der beliebtesten Einhandwaffen überhaupt. Und natürlich dementsprechend auch teuer und völlig utopisch. Deswegen schnell wieder überlegen, was man stattdessen machen kann. Also so geht's auf jeden Fall nicht über Mana. Lass ich's lieber sein. Cyclone frisst einfach zu viel Mana dafür. Also machen wir es wieder mit Blood Magic und sind erstmal ganz, ganz vorsichtig, dass das auch irgendwie hinhaut hier. Was mir nicht gefällt, ist, dass die Lebenspunkte sich so ruckartig verändern. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es dann an Treffern liegt oder irgendwie an der Abrechnung der Mana-Kosten, dass das auf einmal so Sprünge macht, aber das ist natürlich kein gutes Gefühl. Lebenspunkte sich irgendwie unkontrolliert verhalten, ist immer blöd. Ich habe mir echt Sorgen um Dockruns, die ich jetzt eigentlich gerne, glaube ich, noch machen würde. Also jetzt gerade fühle ich mich auf jeden Fall nicht sicher genug, um wirklich voranzukommen in dem Akt. Ich würde gerne schon erst noch ein bisschen grinden. Irgendwie mir auf jeden Fall noch eine neue Waffe besorgen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Irgendwie muss ich an mehr Schaden kommen. Alles andere ist auf Dauer jetzt hier doch zu gefährlich. Also wenn, dann sollte ich schon mit einmal durchwirbeln die normalen Gegner dann auch erwischen. Das wäre schon sehr wünschenswert. Haben wir uns ja nicht auf Schwerter festgelegt. Vielleicht kann das Ding ja richtig was. Physical Damage. Okay, ist wieder so ein Hybrid zwischen zwischen Zauber und Nahkampf. Also für uns eigentlich uninteressant. Puh, so Marketplace. Und ich denke mal, beim Wegpunkt werde ich dann auch aussteigen. Und ja, wie gesagt, ich bin gerade... Ich glaube, das merkt man auch so ein bisschen angespannt. Also ganz befreit ist es nicht. Wenn ich mich natürlich wahnsinnig freue, dass ich jetzt endlich meinen Cyclone habe und das vom Spiel an sich auch wieder... Ne, ist schon ein cooler Skill, ohne Frage. Aber die Sicherheit, die fehlt mir gerade einfach ein bisschen. Magic. Das wird auf jeden Fall nicht schlecht sein. Je weniger Lebenspunkte draufgehen auf dem Weg, desto besser. Und ja, bin auf jeden Fall gespannt. Ich weiß nämlich jetzt gerade nicht ganz genau, wie viel es überhaupt bringt. Das ist immer so eine prozentuale Senkung. Okay, hier wird auf jeden Fall durchgerannt. Da denken wir gar nicht erst drüber nach, gegen die Jungs zu kämpfen.
Das ist nebenbei hier das, weswegen ich den Skill mir ausgesucht habe. Ich habe ja vor, Piety Runs zu machen, und das soll dann ziemlich genau so aussehen wie das jetzt gerade. Wenn Gegner auf mich zukommen, dann wird er einfach durchgewirbelt, in Hoffnung, zu dem Zeitpunkt genug Schaden zu machen, dass da auch mal der ein oder andere bei umfällt. Also ich möchte jetzt nicht einfach nur durchwirbeln und hier mit halben Lebenspunkten immer stehen lassen. Und Sinn und Zweck soll schon sein, dass die auch dabei sterben, aber vor allen Dingen halt, um möglichst wenig Zeit zu verlieren, also nicht stehen bleiben, sondern so in einer fließenden Bewegung hier durchzukommen insgesamt. Einfach um die Zeit, also Piety ist ja dann der Gegner, den wir eigentlich nur besiegen wollen, alles andere ist ja Dreingabe. So, jetzt habe ich aber gerade den Marketplace, die Marketplace-Kanalisation gefunden, dann nehmen wir die natürlich auch noch eben schnell mit. Bevor ich die dann irgendwann wieder suchen muss, die ein Bekloppter. Aber ich gucke auf jeden Fall mal schnell, wenn ich gleich unten bin. 31, 30. Also ich bin auch wieder fast voll auf Gebietslevel. Das ist natürlich auch nicht unbedingt einfacher im Zweifel. Hier unten kann es also auch schon mal echt unangenehm werden. Bei den Jungs jetzt nicht, aber gerade die wir gesehen haben, die Discharge benutzen können. Da wäre ich nicht der Erste, glaube ich, der da ins Gras beißen muss. Was mir auf jeden Fall positiv auffällt im Moment, dass ich Gott sei Dank genug Trefferwahrscheinlichkeit habe. Okay, Webmaster. Achso, das ist der, der sich duellieren möchte. Geht ja nicht auf Zeit, dann können wir uns ein bisschen selbige lassen. Ich darf mal eben schnell zum Heiltrank greifen. Ich dachte eigentlich, wenn ich das so durchhalten kann, dass ich immer schön weglaufe, bis mein Leben wieder voll ist und mich dann mal wieder durchwirbel. Der scheint nämlich keine Regeneration zu haben. Sollte ich eigentlich auf der sicheren Seite sein. Das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt der eleganteste und schnellste Weg, aber auf jeden Fall der sicherste. Ist irgendwie auf Hardcore auch eine blöde Quest. War ein blöder Master. Ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, weil ich halt nicht unbedingt die Erfahrung mit Hardcore habe, aber ich gehe mal schwer davon aus, wenn der mich jetzt besiegt, bin ich tatsächlich tot. Mit Heavy Strike geht es doch wesentlich besser. Okay, immerhin hat er ein bisschen was Schönes liegen lassen. Eine Full Plate, die könnte natürlich... Was haben wir hier? Eine Copper Plate, 158, 203. Wenn die jetzt noch schön ist. Ach, zwei Resistenzen, keine Lebenspunkte. Joa, so ein Mittelding, sagen wir mal. Also die ist, hat natürlich auch bessere Aspekte als die, die ich gerade trage, aber ohne Lebenspunkte finde ich schon doof. Das war mal ein völlig belangloser Drop. Ich muss ihn nur so schwer treffen kann. Ja, genau. Und dann noch geblendet. Dann wird's noch besser. Vergessen, Jungs. Was muss das denn sein? Ah, fall um.
So, jetzt, deswegen, da wollte ich kurz Ruhe haben. 58 Mana. Und wenn ich das benutze, dann sind es nur noch... Wie schön, 58. Wollen die mich veralbern. Okay, hat sich wahrscheinlich einfach nicht genug geändert am Multiplier. Okay, also ein einziges Level up hat schon mal gar nichts gebracht. Jubler's Orb. Wo war der Blaue bei euch? Wer von euch ist blau und was kannst du? Kenn ich das schon? Klingt so, als wenn es irgendwas Kältemäßiges wäre. Sagt mir gerade aber mal wieder nichts. Schön einzeln miteinander auseinandersetzen können, ist alles gut. So, ja. Dann haben wir die Quest auch erledigt. Schnell hier die Gegner wegmachen, wenn wir schon mal in der Ecke sind. Alles weggewirbelt. Okay, dann machen wir noch schnell die Quest hinten da fertig mit der Büste. Oder den Büsten. Ärgern uns, dass wir wieder keinen Platz im Inventar haben. Machen jetzt die Quest fertig. Stay out of the shadows. Zwei Skillpunkte, die vergeben wir noch eben. Ja, wo sollen sie reingehen, die Punkte? Ich glaube. Ich überlege gerade mal. Hier war doch auch nochmal Schwert, ne? Attack Speed. Die hier sind auf jeden Fall schöner. Aber da brauche ich auf jeden Fall wesentlich länger hin. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Weil hier gibt es ja auch nochmal ordentlich Lebenspunkte. Dann gehen wir hier den unbequemen Weg. Mal hier über die Sachen. Okay. Ja, dann soll es das für diesen Teil gewesen sein. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Ob ich wirklich mit Cyclone jetzt weitermache oder dann doch zwischendurch nochmal schnell auf was anderes ausweiche, solange bis das ein bisschen flüssiger funktioniert. Bis ich mehr Lebenspunkte habe, mehr Regeneration, mehr Schaden. Irgendwann kommt auf jeden Fall der Punkt, wo das Wirbeln nicht mehr das Problem ist. Im Moment ist mir das doch ein bisschen viel Leben, das dabei drauf geht. Ist doch alles sehr unsicher. Ja, gucken wir uns die Entwicklung weiter an. Ist ja mal durchaus spannend, sich das mal so, sich da mal so reinzudenken und jetzt wirklich zu überlegen, wie kann man das jetzt am elegantesten ans Laufen bringen, was kann man machen, wo sollte man aufpassen. Ich denke mal, das ist ja durchaus auch interessant für euch. Vielleicht habt ihr noch jemand Tipps, was ich jetzt sinnigerweise auf die Stelle eben ändern könnte. Ich tendiere gerade wirklich dazu, mir mal neue Ausrüstung zu besorgen. Vielleicht so ein bisschen grinden, ein bisschen craften. So halt einfach ordentliche Grundtypen jetzt mit aktuellem Gebietslevel und dann den gerade aktuell möglichen Lebensmod mal so ein bisschen ausspielen. Also vielleicht wirklich so blaue Gegenstände einfach mit ordentlich Lebenspunkten drauf. Sowas in die Richtung. Ja, wie gesagt, warten wir es ab, gucken wir, was die Zukunft bringt. Ich hoffe, ihr bleibt weiter mit dabei und sag bis zum nächsten Mal.